Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie und damit herzlich willkommen von der wunderschönen Insel Mallorca. Wir sind heute hier, um euch diesen Kandidaten vorzustellen. Das ist der neue Porsche Macan. Zugegeben, um eine neue Generation handelt es sich bei diesem Kassenschlager von Porsche nicht, aber wir haben hier eine sehr, sehr schöne Überarbeitung. Wir starten wie immer mit dem Design und zwar hier vorne an der Front. Die Frontschürze wurde etwas überarbeitet und so wirkt der Macan jetzt noch breiter und vor allen Dingen etwas mehr auf den Boden gesetzt als zuvor. Hinzu kommt die Lippe unten, die wirklich sehr, sehr schön raussteht. Und wenn wir links und rechts mal genau in die Scheinwerfer schauen, dann haben wir ja sowas wie eine Art neue Lichtsignatur, die einen sehr, sehr schönen Effekt hat. Ein großes Lob an Porsche in diesem Moment. Serienmäßig kommt der Macan mit LED-Licht. Wir haben jetzt hier die etwas bessere Version, die optionale Version PDLS genannt. Mit der Überarbeitung des Macan sind auch neue Felgen mit in das Portfolio aufgenommen worden. 20 Zoll Felgen sind neu hinzugekommen, sowie 21 Zoll Felgen. Und letztere haben wir jetzt hier. Serienmäßig kommt der Macan übrigens mit 18 Zoll Felgen. Die 21 Zoll Felgen, die sind allerdings ein sehr, sehr schönes Statement, wie ich finde. Außerdem neu sind die Side Blades, beziehungsweise wir kennen sie an sich schon. Es gibt sie jetzt allerdings in verschiedenen Farben und Versionen. Ans Herz legen möchte ich dabei Carbon. Sieht sehr interessant aus, wie ich finde. Und es gibt auch vier neue Farben, darunter diese schöne Farbe. Mamba Grün, aber auch Kreide gefällt mir persönlich sehr gut. Die größte Veränderung der Überarbeitung ist diese hier, nämlich das Lichtband. An sich kennen wir die Idee schon vom Porsche Panamera. Hier ist es allerdings etwas anders beim Macan, denn wir haben nicht diese Scheibe davor. Das Ganze ist also offen und hat dann dadurch eine 3D-Optik bekommen. Sieht sehr schön aus, vor allem natürlich im Dunkeln, aber ihr seht es auch beim Tageslicht, wird das Fahrzeug sehr schön in die Breite gezogen und gleichzeitig auf den Boden gesetzt. Und an dieser Stelle, wenn wir hier stehen, fällt den Kennern unter euch vielleicht eins auf, denn die Endrohre, das sind tatsächlich nicht die Endrohre vom klassischen Macan, sondern vom Macan S. Richtig, zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier dieses Fahrzeug testen, wisst ihr noch gar nicht davon. Allerdings hatten wir die Möglichkeit, es zu fahren und wollten diese Chance nicht verstreichen lassen. Das erklärt euch übrigens auch, warum wir zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Verbrauchswerte vom Macan S haben. Und auch wenn sich am Kofferraum selbst nichts getan hat, möchte ich euch noch einmal erinnern, wie der Kofferraum von Macan zu öffnen ist, nämlich hier oben. Und dahinter verbirgt sich dann ein Kofferraumvolumen von 500 bis 1500 Litern. Ja, wie schon angedeutet, wir stellen euch hier den Macan S vor, einen V6 Turbo mit Autopartikelfilter. Dementsprechend hat er 354 PS, aber für alle, die sich am Basis-Macan interessieren, noch nicht wegschalten, denn ihr bekommt auch einen kleinen Fahreindruck zum Standard-Macan, der mit Vierzylinder kommt und in Europa mit 245 PS wegen dem Autopartikelfilter. In den Nicht-EU-Märkten, falls das in irgendwelchen technischen Daten auftauchen sollte, hat er 252 PS. Bei den Motoren als solches ist einmal gleich, dass wir Allradantrieb haben und das 7-Gang-PDK. Und beim Allradantrieb, ganz wichtig, Porsche typisch, geht erstmal prinzipiell die gesamte Kraft an die Hinterachse. Und im theoretischen Betrieb könnte allerdings auch, dazu müsste die Hinterachse allerdings auf Eis stehen, 100% der Kraft nur auf die Vorderräder gehen. Unter dem Kleid des überarbeiteten Macan steckt weiterhin die altbekannte Plattform. Es ist ja wie gesagt mehr ein Facelift und keine neue Generation. Aber man hat auf bekannten Bauteilen trotzdem nochmal versucht, die Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit zu erhöhen. Das werden wir dann uns auch im Fahreindruck noch anschauen. Und kurze Preisinfo, der Basis-Macan startet in Deutschland ab 58.000 Euro, wird weiterhin in Leipzig gebaut. Wenn dann schlussendlich der Preis für den Macan S auch feststeht, dann findet ihr den unten in der Infobox. Und nun schauen wir uns mal die Neuerungen im Innenraum an und wir beginnen mit dem, was ganz offensichtlich hier in der Mitte thront, nämlich dem neuen Touch-Display. Es ist sehr viel gewachsen, von 7 Zoll auf fast 11 Zoll. Und dahinter verbergen sich selbstverständlich alle Systeme, die man braucht. Porsche Connect, Navigation etc. pp. Alles ist dabei.
Da das Display gewachsen ist, musste selbstverständlich auch der Bereich drumherum angepasst werden. Und so sind die Luftdüsen, die vorher hier seitlich und sozusagen hoch angeordnet waren, nach unten gewandert und sind dementsprechend in einem neuen Look. Außerdem neu im Macan ist das optionale GT-Lenkrad, was jetzt übrigens auch über diesen kleinen Drehknopf hier unten verfügt, womit wir dann die Modi während der Fahrt ganz easy verstellen können. Und dann möchte ich euch nochmal einen ganz kurzen Rundumblick zum Thema Design und Materialien hier geben. Und zwar haben wir sehr schöne Sitze aus einfachem Glattleder in der Mitte perforiert. Sie sind leicht sportlich, aber trotzdem noch komfortabel. Dieses Leder zieht sich übrigens auch komplett am Dashboard, in den Türen etc. rum. Hier oben sogar mit Soft Touch. Alles ist sehr, sehr schön verarbeitet und sehr gut von der Qualität. Wir haben als weitere Hingucker einmal diese Chromoptik. Die findet ihr dann auch wieder an den Türen oder auch zum Beispiel am Dashboard. Und da kann man dann sehr schön noch ein weiteres Material erkennen, nämlich diese gebürstete silberne Optik. Die ist wirklich sehr edel. Und dann schließen wir noch schnell mit dem Fond ab. Porsche spricht beim Macan ja immer gerne von einem Kompakt-SUV. Rechnerisch gehört er dann aber aufgrund der Größe eher in die Mittelklasse. Hinter meinem Fahrersitz von 1,80 Meter habe ich jetzt noch genug Platz. Also die Finger passen noch gut an den Knien dazwischen. Nach oben hin sind auch noch 3 Finger Platz. Das sollte also ausreichen für 2 Personen, denn der Mitteltunnel ist doch sehr ausladend. Und so haben diese 2 Personen dann für sich sehr viel Platz. Zudem optionale Sitzheizung und auch nochmal 2 USB-Anschlüsse zum Aufladen. Was mir direkt auffällt bei V6, aber auch Vierzylinder, wenn wir auf einer Ebene unterwegs sind und er registriert, wir könnten jetzt hier ein bisschen Sprit sparen, wird eigentlich immer direkt im Normalmodus das Getriebe vom Motor abgekoppelt und wir rollen ganz effizient dahin. Vom Ansprechverhalten des 3,0 V6 Monoturbo haben wir den einen Turbolader zwischen dem V und ihr wisst es eventuell, ich bin nicht ein allzu großer Fan des Triebwerks. Ich präferiere den kleineren, aber Biturbo aufgeladenen V6 2,9 Liter Biturbo, der ja einfach vom Ansprechverhalten etwas besser ist. Aber ich glaube, man hat sich jetzt in der Überarbeitung unter anderem durch Abgasnormen oder Partikelfilter etc. das Ganze nochmal vorgenommen und er reagiert deutlich besser und er dreht auch im mittleren Drehzahlbereich deutlich sportiver hoch als zum Beispiel die allererste neue Variante des V6 Monoturbo. Also gefällt mir deutlich besser. Was mir immer wieder auffällt, man hat trotz im verhältnismäßig alter Plattform im Macan eine sehr hohe Querdynamik, die zum einen natürlich von der Bereifung, von der Mischbereifung kommt, die selbst im Basis-Macan so eingesetzt wird, aber auch von der Antriebsmomentenverteilung, also sehr viel, wenn nicht gar immer alles, nach hinten zu geben. Somit können wir hier vorne präzise arbeiten und den Macan genau dahin platzieren, wo wir möchten. Und daran angefügt in diesem Zusammenhang wieder ein kurzer Vergleich Macan zu Macan S. Da fühlt sich der Macan durch den leichteren Vierzylinder auf der Vorderachse eben nochmal ein bisschen präziser, aber auch leichtfüßiger beim Einlenken als jetzt hier der Macan S mit dem etwas schwereren V6 Turbomotor. Und kommen wir nochmal zum Fahrwerk zurück. Die größere Spreizung, die man sich mit dem neuen bzw. überarbeiteten Macan vorgenommen hat, die ist in beiden Fahrwerken vorhanden. Wie gesagt, wir hatten im Vierzylinder nur die adaptiven Dämpfer in Anführungszeichen, die in Komfort selbst mit den spanischen Trempeln keine Probleme hatten. Also die könnte man durchaus, ohne das jetzt weiter zu sagen, ein bisschen schneller nehmen und man wird hier im Innenraum nicht durchgeschüttelt. Und was die Luftfederung angeht, die ist von der Arbeitung gefühlt nicht ganz so sehr überarbeitet worden wie die adaptiven Dämpfer. Man hat aber immerhin auch hier eine größere Spreizung hinbekommen, sodass man insbesondere, glaube ich, auf langen Strecken jetzt hier mit dem Macan wirklich gut und gerne unterwegs ist. Und auf Knopfdruck, sei es jetzt einfach, man geht in Sport Plus oder man drückt hier den Sport Response Button, einfach direkt das sportliche SUV haben kann,
was mit dem Macan auch angepriesen wird. In Kurzform, man spürt es auf jeden Fall, dass hier eine Überarbeitung stattgefunden hat und man merkt es nicht nur anhand etwa des neuen Touchscreen oder auch der optional beheizbaren Frontscheibe oder dem Ionisator oder auch dem Stauassistent. Man kann es wirklich fühlen. Und abschließend zur Frage Macan oder Macan S. Wir sind ja nun beide Modelle gefahren, auch wenn ihr in Anführungszeichen keine Live-Aufnahmen vom Macan gesehen habt. Das war einfach schon zu dunkel für die Kamera. Würde ich jetzt einfach nur Interesse an einem Macan haben, würde ich sagen, der Vierzylinder reicht mehr als aus, auch da er vielleicht sogar etwas effizienter sein könnte als die anderen Motoren, würde es mich jetzt eher zum Macan ziehen, weil ich ein sportliches SUV suche und das bietet er ja auch als Vierzylinder, aber hier eben mit dem V6 nochmal etwas mehr, dann würde es mich momentan wirklich zum Macan S ziehen, weil eben die Charakteristik des Motors in den Punkten, wo er mich bisher so ein bisschen gestört hat, überarbeitet wurde. Aber um schlussendlich vollends ehrlich zu sein, wir wissen ja, da folgt in der Modellhistorie noch etwas und vielleicht lohnt es sich auch, auf den Macan Turbo zu warten. Und dann kommen wir abschließend noch zum Thema NVH. Beim Thema Abrollgeräusche hatten wir sowohl Vierzylinder als auch jetzt hier Macan S die großen 21 Zoll Felgen und ich muss sagen, außen hat man schon doch herbe Abrollgeräusche, weil es einfach ein großer Reifen ist, aber jetzt hier innen die Kabine ist eigentlich sehr gut davon abgeschottet. Lediglich, vielleicht habt ihr es gerade gehört, wenn man über diese Trenner von der Brücke fährt, dann hört man etwas, aber auch nicht mehr als üblich. Wir können das Ganze natürlich auch in Sport Plus bzw. mit offener Abgasanlage etwas lauter machen, aber in Normalstellung ist er sehr zurückhaltend. Jetzt selbst hier der V6 Turbo und der Vierzylinder waren noch zurückhaltender, sodass man eigentlich kaum etwas von dem Motor gehört hat. Vibration als solches im Lenkrad überhaupt keine, im Sitz eigentlich auch keine und Harshness im Sinne von Rauigkeit eigentlich nur den Motor im Sport Plus, wenn man ihn fordert. Wie von Porsche gewohnt, blicken wir hier auf eine eher dezente Überarbeitung, die aber präzise Verbesserungen bringt, unter anderem am Design, wie wir hinten schon gesehen haben, mit diesem schönen durchgehenden Lichtband, am Fahrwerk, wie wir an der höheren Spreizung gesehen haben und an der neuen Konnektivität, wie wir mit dem Touchscreen gesehen haben. Also insgesamt ein sehr gelungenes Facelift. Und das war's auch schon mit unserem Video zur neuen Porsche Macan bzw. Macan S. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt euch das Fahrzeug bzw. die Neuerung? Schreibt eure ersten Impressionen und Gedanken dazu gerne mal unten in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald hier auf YouTube oder aber Instagram wieder. Bis dahin, ciao!